Ich bin in Japan, Bruder. Tokio ist auch eins meiner Zielorte, die ich mal besuchen möchte. Lass mal reinziehen, was unser guter Klo hat da so alles erlebt. Auf der anderen Seite, ja. Mach's gut. Das Die fliegt wieder alleine VIP. ist eine unserer Sachen. Die kann man auch so abmachen, dann sind so Dings, weißt Junge, das kennen wir doch schon, oder nicht? Ich habe eine Frau kennengelernt im Flieger, die interessiert sich voll für dieses YouTube-Ding. Hat mir dieses gezeigt und so die ganze Zeit. Wow. Gänsehaut. Gänsehaut. Mach du. Watamakadushi. Boah, Bruder, dieser sitzt schon eng. Ich setz mich da hin. Da sitzen zwei Leute. Das erste, was Pat sagt, während er an mir vorbeiläuft: Boah, die armen Leute, die neben dir sitzen müssen. Und die Frau sagt noch so: Ja. Digga, der hat mich komplett brandenbesiegt. Ja, weil die Leute direkt hier haben. Ja, echt. Ich hatte Adam, so danke dir. Die hat mich gefragt, was ich mache. Ich meinte so: Ich bin YouTuber, ich brauche ein paar Spots. Chat, weil ich gerade nebenbei Fernseher gucke, verdecke ich den Chat, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr was reinschreibt oder mich beleidigt. Ich bekomme das nicht mit, damit ich nicht gespoilert werde. Für so Essen und so, ne? Ich bin so, oh, YouTuber! Da habe ich dir unsere Brand gezeigt. So, oh, gute Sache! Okay, warum macht er diesen Akzent jetzt? Das verstehe ich nicht. Hier auf mein Handy, da steht einfach Hallo. Hallo. Ja, also. Hallo schreibt er mir, mitten in der Nacht. Pause. Ich war im Flugzeug und du hast Eva. Und ja. Darüber wolltest du schreiben. Zwei warme Wie's Brüder. Okay. Isa holt sich Safe Hotel. Ich habe dir das Airbnb geschickt. Sie hat einfach nur... Wow, wie lange fliegt man nach Tokio? Jetzt muss ich mal kurz in den Chat gucken, Digga. Wie lange Macke fliege? Wie lange Macke fliege Tokio? 11 Stunden! Ciao. Ach, f*** you. Ich bin doch kein Vollidiot. 11 Stunden! F*** you. Ein Totensmiley geantwortet. Niemals. Doch. Oh, ja, wir gehen hier brand mit dir. Japan. No cap, Japaner sind wirklich die coolsten Menschen. Oh, Watamaka, du. Ja, jetzt bisschen lutschen, ne? Nachdem die ganze Zeit fronten und jetzt so auf Fake lutschen. Ey, was sind das für Züge hier? Warte mal, du. Hier, guck mal da oben, das ist so. Das sind deren Gleisen. Ey, bist du diese. Was? Bruder, du bist der Arme. Ey, geil, Jungs, wo ist unser Airbnb aber jetzt? So, ja, heute noch. Okay. Mit deinem warmen Headset da oben drauf. Headset. Das ist mein Zimmer? Was sagt ihr? Hat jemand den WLAN? Olam, was ist das für Dings dann? Penner Airbnb, Alter, da hat er richtig gespart. Jetzt weiß ich auch, warum er die ganze Zeit im Internetcafé chillt, Digga, weil das geil aussieht, das Airbnb. Alter, ey. Man hat das gehört, ne? Mit diesem Kuss. Ich weiß nicht, wie das ist krass. WLAN-Key? Ja, hast du? Junge, verpiss dich! Ja, hier, da. Vergiss so brav, ich klopfe ab, dann sag ich so, Olam. Siehst du deine Hose runter? Oh, wie es hier aussieht. Boah, geil. Richtig Tokio. Tanaka. Wie in Paris. Guck mal, wie fresh das hier aussieht. Wir sind jetzt in der Bahnstation. Linke Seite ist richtig? Gute Arbeit. Was meinst du gerade? Welche Regeln? Leise sein in der Bahn. Nicht essen. Nicht schreien. Besonders die beiden hier. Aha. Du musst auf die Symbole achten. Hier gehst du rein und dann kommst du raus. Ey, Bruder, das ist voll komisch, Alter, ja? Warum sagst du, dass es komisch ist? Nur weil die Leute leise sind. Bruder, weil man das nicht kennt, so. Weil er halt die Fresse. Das ist crazy, Bruder. Japan ist wirklich Vorbild. Japaner sind einfach Vorbilder, Bruder. Boah, das sieht so cool aus hier, ne? Ernst? Alles. Ey, weißt du was? Gut. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein Touri-Feeling. Ja, ne? Noch nie. Ich weiß, was du meinst. Sonst denkt sich immer, das eigentlich alles. So Amerika und ja, so. Aber hier, das ist hier, du willst dir alles angucken. Es ist so alles anders einfach. Also das ist wirklich eine andere Welt. Alles ist anders. Guck mal, man kommt in die Bahn rein, jeder hält die Fresse. Ja. Normalerweise in Deutschland, du kommst in die Bahn und kommt so einer. Für die Leute, die ihn nicht kennen, der war auch mal des Öfteren bei mir im Stream, das ist Pat. Hi. Du denkst doch nicht ernst, dass du dich einfach hier in unser Zimmer reinschlägt. Alter, guck mal hier. Boah. Loki, ich hab mich mehr lieb, ne? Ich liebe, also, Asiaten einfach. Handschuhe, Socken. Normalerweise ist das so Kälte-Dings, bei hier haben die einfach so Hot-Drinks. So ein Ding habe ich noch nie mal erlebt. Ach so, werden die dann warm gemacht oder was? Hier sind nirgendwo Mülleimer irgendwie, aber hier ist auch nirgendwo Müll. Jo.
Aber jetzt weiß ich auch immer, warum Asiaten, wenn die in Deutschland sind oder irgendwo anders, immer Fotos machen. Oder ja, wenn die stimmt, hier weil für die ist das gleiche in Deutschland, so einfach andere Welt. Wir machen auch nur Fotos und Videos. Ja, jetzt verstehe ich die. Weil das ist auch eine komplett neue Welt. Boah, sieht so fresh aus hier alles. Wir sind hier mit der ganzen Surir-Bande. Zu meiner Linken Karim, Lamine Diop. Zu meiner Rechten Patrick Biani. So. Hast mir irgend so einen Kongo-Namen gegeben. Ja. Wir drei, uns gehört Surir. Isa kommt auch und Isa modelt. Oh, sorry. Also, wir gehen jetzt weiter in einen Elektroladen, weil ich brauche noch ein paar Sachen zum Computerspielen. Oh, Computer! So, wir sind jetzt bei Big Camera oder so. Alter, guck mal, wie fresh es hier aussieht. Alter. Bruder, deren Werbung ist auch immer so Manga-Tange, Alter, Bruder, ja? Was ist, wie, als würde... Ich find's komisch, weil stellt euch vor, in Deutschland, du gehst, Berlin am Kudamm ist so Pippi Langstrumpf, Benjamin Blümchen, hä? Digga, die sind ja richtig in ihrer Kinderwelt gefangen, Alter. Weißt du, was ich meine? Guck mal, 1, 2, 3 Mangas, so Kinder, Bruder, Junge, was der Macke? Stellt euch vor, ihr geht Berlin Kudamm, da ist Benjamin Blümchen-Dings einfach. SpongeBob, Benjamin Blümchen, was der Macke? Cartoon? Ach, Bruder, weißt du was, ich feier jetzt die Firma gegen Wand. Ich hab auch, Anime feiere ich nicht, Cartoon feiere ich auch nicht, Bruder, Tamam als Kind kann man das feiern, wir sind Männer geworden, ja, Wallah, reicht, ja. Wallah, ja, ich kann das, als ich, ja. Tamam, ja, ihr habt krasse Community, ja, Tamam, ja. Ihr seid Männer, ja, Anime, ja, Tamam, ja. Wallah, ja, MMA-Kämpfer wollen mich totschlagen, weil ich irgendeinen Naruto beleidige, ja. Wer ist Naruto, ja? Ich schwöre, er ist unter 80 von Recep Ivedik, Amonore, richtige Männer. Recep Ivedik, behaart. Fleisch essen, Sujuk, unter Achsel stinken, furzen und rülpsen in der Öffentlichkeit, richtig männlich. Das ist crazy, ne? Oh. Und hier sich verständigen ist wirklich geistkrank. Wir können fast null Englisch. Hier gibt es wirklich alles. Was tschüss, Junge? Was zeigt der ihm da, Digga? Junge, was zeigt der ihm da? Ich will mir ein Kabel kaufen, ich habe mir das gerade angeguckt, das Ding hat angefangen zu piegen. Was ist das? Hier, Mundkopf. Warte, danke du. Hier. No. Bruder, die haben alle keine Ahnung von ihrer Arbeit. Mit Zwinkern? Kleine Sidequest. Es ist 4 Uhr morgens. Ich laufe einfach jetzt durch Japan und ich fahre jetzt zu einem E-Sports-Café und frage, ob ich von diesem E-Sports-Café aus streamen kann. Ich war jetzt gerade da drin. Die haben gesagt, ich soll hier hin, weil das besser für Streaming ist. Das sind meine Männer aus Tokio. Okay, komm. E-Sports. Das Ding ist, hier ist jeder E-Sportler gefühlt. Und mein Arsch wird da jetzt RP streamen. Kann sein, ich werde rausgeschmissen auch. Ich habe jetzt bis gerade gestreamt, Nacht durchgemacht. 10.35 Uhr. Treppe aus dem Bendo. Young No Block hat Extendo. Ich pull up in einem Lambo. Ist das meine Hose? Nein, ich habe dieselbe. Niemals? Ja. Nein, du hast einfach abgerippt, ne? Wir shoppen hier, glaube ich, ein bisschen. Yay. Yeah. Es gibt eine neue Hose. Oder hätte er mal diese E-Sport-Ding gezeigt, ja? Die fällt, ist so, ey, Bruder, was machst du hier drin? Nein. Um Tür zu machen? Boah, Bruder, was ist für ein Store, Land? Guck mal, wie die da wartet. Bruder, ist richtig gruselig. Das ist crazy. Also, ey, was war das gerade? Bruder, was machst du hier drin? Nein. Um Tür zu machen? Boah, Bruder, was ist für ein Store, Land? Guck mal diese Frau an. Bruder. Warum ist das so gruselig? Ja, was? Guck mal, wie die da wartet. Bruder, was ist das für ein Chrome-Laden? Das ist crazy. Also Real Talk, das ist der krasseste Store, in dem ich jemals war. In eine Richtung mäßig, außen. Ich war noch nie in meinem Leben in so einem krassen Store. Also das ist wirklich heftig. Bro, sogar die fucking Treppen da sind krass. Was ist das für eine Marke, alles Digga? Was für ein Store, Junge? Da oben an dem Basketball-Court, die Crosses, die sind einfach auch von Chrome-Laden. Guck mal hier, ja. Auch. Das ist so crazy. Klär mal die Sauce. Wir gehen immer in ein 7-Eleven rein und holen jeder drei Sachen. Und dann sind da immer so exotische Geschichten, irgendwelche Butter-Shit oder so. Guck mal hier ist einfach Schinken drin. Hello. Also ich sag diese. Was ist das? Das sieht exotisch aus. Dann nimm du das. Drei Sachen Politik hast du gerade eingeführt. Das hast du gerade erfunden. Ich hab gestern drei Sachen geholt und die auch passt. Nein, wir haben nicht drei Sachen geholt. Du hast auch drei Sachen geholt, du fetter Wichser. Ja, Bruder. Warum musst du immer noch fett beleidigen? Ja, weil damit du durchziehst. Aber warum geht's auf Mutter? Ja. Hä? Ja, sag. Das meine ich. So, which one is the best? This one? Let me try it. Also, ich habe jetzt hier meine Kyoto Lemonade. Ich habe hier so ein Brot mit
Oder bei asiatischen Getränken immer aufpassen, da sind immer Stückchen drin, Alter, ja. Ich war einmal bei einem Asiaten, ich dachte mir, wow, wow, wie sieht diese Flasche aus, so exotisch, Manga Tanga, mit so Graffiti, so japanische Schrift, so Feuer, Salamander. Bruder, ich trinke das, da waren einfach Stückchen drin, Alter, ja. Käse und Kartoffel. Das ist okay. Das ist auf jeden Fall richtig stabil. Vanille. Das ist ein Matcha-Donut. Ich glaube, das Käsekuchen mit Mais. Bah. Ich glaube, der hat dich ernst verarscht einfach. Das ist okay. Das ist wie Croissant, aber mit Schokolade. Probier mal. Das hier, Freunde, ist die Shit. Wasabi-Dinger. Das ist einfach Eis in so einem Ding. Einfach ausquetschen und fetzen. Ich glaube, ich krieg Bauchschmerzen, wenn ich verschiedene Scheiße esse. Ich habe gerade Mayo mit Mais gefetzt. Und danach Vanilleeis. Zucker pur, Matcha, Kartoffeln mit Käse und jetzt werde ich noch Pistazie. Mein Bauch geht brand. Weil man ja nicht draußen ist, gibt es bei 7-Eleven immer so einen Bereich, wo man sich hier so an die Seite setzen kann, immer mit Stühlen. Da setzt man sich hin, packt seine Sachen hin und isst einfach. Iki Meter. Iki Meter? Ja. Yeah. Oh. 2 Meter groß. Big, yes, yes. Verpiss dich. Die sind sogar in Tokio, gibt es einen Fake-Türken? Bruder, Bakwalla, das ist schon crazy, ha? Huh? Das ist... Ich bin schockiert. Der sieht sogar fast aus wie ein Japon, Alter. Bruder, was macht der da, Junge? Hat einfach aus Kapalucharshi in Tokio gemacht. Kapalucharshi. Mir einen Bruder. Ich muss einfach meine Schuhe ausziehen. Steige Digga, aus Bak, das ist crazy, Digga. Dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Pause. Lupri, danke dir. Ed, danke dir. Sieht anders aus hier vom Style her. Guck mal, die beiden zum Beispiel. Die beiden, so komplett anders. Die haben alle sogar ältere Leute. Ja, die Jacke, die ich trage, ist Emmy Ranks. Ich habe mir ein paar Sachen geholt von Supreme. Alles, was ich mir geholt habe über die Zeit, werdet ihr auch noch von einem Video sehen. Das letzte Video wird ein Video, wie ich alle Sachen zeige, die ich mir in Japan geholt habe. Geil, genau dieser Blick ist geil, Digga. Was machst du? Für mich geht's jetzt wieder upstream, vierte Etage. Ich weiß nicht, ob ich das gestern gesagt habe, aber ich bin ja gestern reingekommen. Und Real Talk, da war einfach ein Typ, der sich auf Twitter reingezogen hat. Ich hab hier einen Bré jetzt mit Gen mir, Sold. Hi. What's your name? Japo. Wir laufen jetzt zu einem Rahmenladen. Der Bruder saß die ganze Zeit hinter mir, währenddessen ich gestreamt habe über 7 Stunden. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat auf ein Fortnite 1 gegen 1. Dann habe ich... Pfeift das so, Digga. Dann habe ich zu ihm gesagt, für jeden Kill, den du machst, kriegst du 20 Euro. Da hat er 270 Euro abgesandt. Da wusste ich nicht, wie ich ihn bezahlen soll, weil das mit dem Banking nicht funktioniert. Jetzt habe ich Eamon angerufen, damit der Bargeld abhebt und ich ihm das Geld senken kann. Habe ich gesagt, okay, dann komm direkt mit essen. Der ist voll der Liebe, Alter. Falls ihr euch denkt, warum ist er so angezogen? Der hat Kinderverarsche betrieben. Der hat seinen Eltern gesagt, der geht zur Schule, ist dann in Schuluniform, einfach zu dieser E-Sports-Dings hingegangen. Gänsehaut, Alter. Was ein Peach. Yeah. Your favorite dish? Yes. Oh, die Gebäude sehen krass aus. Many young people come here and dress sports or do something. Der ist mein Reiseführer geworden einfach. Kleiner Youngin, er ist Vietnamese und ist vor 10 Jahren hier nach Japan gezogen, weil sein Vater hier jetzt eine dicke Firma hat anscheinend. Was eine große Straße, Digga. Das ist insane. Jeder läuft quer durch. Das ist schon krass. Wieder mal eine Kreuzung. Alles kreuz und quer. Das ist crazy. Wir gehen international mit Surya einfach. Jeder fragt uns, wo sind die Shorts her? Ah, yes, okay, it's cool. On Instagram. Yeah, cool. Yes. That's very cool. Ja, yeah. Klar, genauso, wir gehen rein. Mich fragen so viele Leute nach diesen T-Shirts, wenn ich nur mit einem rede, die fragen, was ist das für ein T-Shirt? Dieses T-Shirt, erster Link in der Videobeschreibung, Graphic Tee, Japan Edition, Surya, das ist nur so lange online. Alle Leute gucken auf mein T-Shirt, ne? Wenn ich hier rumlaufe, ernst, die fragen ernst, ich sehe, die gucken hier direkt, das ist dieses Surya. Dieses Surya, meine Lippen sind am Brennen, aber das ist dieses Surya. Jeder kann was kriegen, jeder in seinen Größen, erster Link in der Videobeschreibung, check das Ganze ab. Also einfach ein Freund, also, da ist einfach ein Freund, Bruder. A-Y-A-T-O, and my name is Eamon, A-Y-M-A-N. Yes. Amen. Yes. Oh, nice to meet you. I'm Yeah. Kato. Kato. Yes. How old do you think he is? How old? 20. Oh, he yes. Looks so young. Yeah? Yeah. What do you look? And me? Oh, 25. Man, you're... Bruder, er hat recht. Aber der hat mich einfach so liegen lassen gerade. Ja, Bruder. Ich glaube, die wissen nicht, was diese Bong bedeutet, Bruder.
In Japan. Ich glaube, da gibt's keinen Bong. Ich bin immer noch am Hängen. Ja. Yeah. Da hat gar nicht gecheckt, Bruder, was das ist. Ich stell vor, das bedeutet in Japan. Genau so. Bye, goodbye. We'll see each other again. Yes. We'll see each other. Ciao, ciao, bye bye. Bye bye. Ah, der geht einfach. Bye bye. Voll der süß. Amen. Yeah, Amen. Amen, yes, it's me. Goodbye. Thank you, no bye problem. Bye bye. Bruder Bong, ja, Bruder, in Holland sagt man Bong dazu, Digga, keine Ahnung. Wenn du in Holland so mal sagst du Bong und wenn du so mal sagst du Flash, keine Ahnung, Digga. Von da kenne ich das, von der Kindheit noch. Guck mal. Ja, der ist am Abkacken. Ja, ja. So von all dem, was wir kennen, ist das so am weitesten entfernt. Auf jeden Fall. Hier könnte man ernst ein, zwei Jahre leben und du musst dich immer noch so dran gewöhnen, an diese ganze Lage hier. Ernst. YouTube. Hello guys, this is Samurai Restaurant. Please subscribe to Amen. No, it's his channel. Alright, oh, it's your channel. Please subscribe to Rohan. Oder was ist das für ein Crackladen, Alter? Rohan, yeah. Subscribe to Rohan, guys. Yeah. Subscribe awesome. To me. Thanks. Yeah, what the fuck, what? Yeah. Bye-bye. Heute 5 Uhr nachts. Der Kato ist aufgestanden, der meinte, Kea, ich gehe jetzt, kommt der mit einer Ladung 7-Eleven. Ich liebe 7-Eleven. Ich brauche 7-Eleven in Deutschland. Der muss sich einfach straffen. Eigentlich wäre das in Berlin. Berlin ist Tam so eine Stadt, wo man eigentlich ein 7-Eleven aufmachen kann, ne? Berlin oder Frankfurt. Ich liebe 7-Eleven. Ja, dann lass doch mal dahin. Ja, komm. Wir gehen kurz zu 7-Eleven, ein paar Getränke kaufen. Der Mann ist hier noch am Shooten. Für wen hat er gemodelt? Er hat für Gucci, Babe, Kenzo, mehrere. Starker Mann. Seht ihr diesen toten Blick? Was ein Modelblick. Bester Mann. Der ist ernst gut. Ja, Mann, der sieht echt gut aus, Digga. Erst Link in der Videobeschreibung, kauft euch T-Shirts. Ich habe eine 6.000-Euro-Kette verloren. Die müssen wieder reingeholt werden. Was laberst du? Das ist crazy, ehrlich. Ja. Was soll ich denn machen? Ja, Bruder, wie, was soll ich machen? Nicht verlieren. Keine 6.000-Euro-Kette verlieren. Laufen wir jetzt extra. Welche Umweg Kette hat denn von ihm 6k gekostet? Dieses Surrier-Gesicht da? Natürlich, Bruder. Warte mal, was? Angriff. Oh mein Gott. Oh, die sehen Kato. Die denken sich nachladen. Der tut sein Handy weg. Und ich mach mit, kein Problem, wir laufen weiter. So nach 5 Minuten. Bruder, der hat voll die komische Stimme, so eine eigene Stimme. Ich schwöre, ich dachte, der ist Japaner erst. Kato, was geht da ab? Sorry, warte. Der ist 100% Marokkaner oder. Ja, Marokkaner. Wir müssen zurück. Die meinten um die Ecke, Bruder, ich laufe um die Ecke, hier ist kein 7-Eleven. Okay, wir benehmen uns auch hier. Gut, Leute sind hier Studenten, machen ihre Arbeit, Bruder. Man sieht so, wir sind die einzigen Penner hier in dem Land. Das ist so crazy. Und alle, überall so Smoking Areas. Man darf nicht auf der Straße rauchen. Bruder, dieses System hier ist einfach crazy. Ernst. Guck mal, Meckes. 3 Etagen einfach, auch noch nie gesehen. Die so Toiletten. Oh, also diese Toilettenduschen. Die sind wirklich sehr, sehr OP. Okay. Olam, wäschst du gerade deinen Arsch, Alter? Das macht einfach deinen Arsch sauber. Tamam, du Bastard, Junge, was willst du das? Die hygienisch auch, das ist stark. Also. Bruder, ihm gefällt das einfach, wie gerade Wasser seinen Arschstopp berührt. Er beteiligt das mit uns. Davius an die Toiletten. Mit diesen Strahl aus. Harvey, bitte nicht danken. Danke dir. Okay, Chat. Wir machen. Ich komme sofort, ich muss kurz kerken. Tokyo Futu, Wagyu Steak. Amunarim, jetzt gehst du Wagyu Steak, aber bei Senzakan sagst du. Ich würde nicht hier ein Steak 200 Kilometer. Amunarim, bist du nach Tokio geflogen, Amunarim, um Steak zu probieren, ja? Dann postet er doch in seiner Instagram-Story, das war das Leckerste, was ich in meinem Leben gegessen habe. Amunarim. Ja, hättest du schon vor 2 Monaten essen können, Digga. Wo er in Köln war, Junge. Köln, Frankfurt sind 1 Stunde. Wir kommen zum ersten Mal Essen aus Japan. Also ich mache eine Foto aus Japan. Ey, warte, Backe, du. Japan, wir haben hier ein Restaurant, All You Can Eat Restaurant in Japan. Hier gibt es anscheinend coole Wagyu-Sachen und so, alles an Fleisch. Ich glaube, man zahlt hier so 6.000 bis 7.000. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, Japan? Da würde ich auch mal gerne Steak essen. Damals mein allererstes, oder war das Dings? Mein allererstes Food-Video, was ich mir angeschaut habe. Ich habe einfach Steak angegeben. Right, unlock him. Steak. Das ist das erste Video. Nee. Das ist nur ein Jahr alt. Das kann gar nicht sein. The best Steak. Ich zeige euch mal das erste Video, was ich in meinem Leben gesehen habe. Das war auch so ein von seinem Typen, der so Wagyu. Ach ja. Das hier. Dieses Video
Olive Wagyu in Japan, the rarest steak in the world. Das war das erste Food-Video, was ich in meinem Leben gesehen habe. Da hat es damals so angefangen, vor 5 Jahren. Das war noch nicht so berühmt, so diese Food-Videos ohne Reden und so weiter. Das war das erste Mal, dass ich da, das war vor 2-3 Jahren oder so, dass ich überhaupt gesehen habe, was Wagyu ist. Yen, das sind so 50 Euro ungefähr. Da hast du dann Euro mit Wagyu-Fleisch. Das ist komplett günstig. Was? Ich glaube, man zahlt hier so 6.000 bis 7.000 Yen. Das sind so 50 Euro ungefähr. 50 Euro? Da hast du dann Euro mit Wagyu. All you can eat mit Wagyu. Boah, Bruder. Das ist komplett günstig. Digga. Okay. Ey, was passiert hier? Hä? Wagyu-Fleisch, das ist komplett günstig. Das ist das Starter. Okay. Mach mal fertig. Ich finde das voll gut mit diesem Grill. Kann jeder essen, wie er will, weißt du? Ja. Wenn du zum Beispiel komplett durchhaben willst, kannst du komplett durchhaben. Boah, das sieht so wild aus. Stark. Alter, unfassbar. Wie ein Tier. Mmh. Ja, ja. Was ist denn? Das ist alles Wagyu. Und diese hier? Ja, Mann. Das ist ja, Mann. Aber ich kann den hier. Wir haben jetzt so eine komplette Platte bestellt. Und wenn wir noch mehr wollen, kommen wir wieder hierher. Alles selber ausgesucht. Let's go. Boah, die sind so gehalten. Boah, das sieht geil aus. Boah, das sieht crazy aus. Eine Kuh ist auf jeden Fall dafür draufgegangen. Guck, der will uns direkt wieder canceln. Ja, ja, Double Block. If. Ja, ja, und los. Aha. Boah. Boah. Machen wir. Ja, ne? Das ist ernst cool. Ich hab nie sowas gesehen. Boah, das ist ein geiler Laden, Bruder. Da würde ich auch zu 100% hingehen. Schon eine 9. Kato? Eine 9,5. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Was sagst du 1 bis 10? 9. Boah, wirklich stark, ne? Stabile 9. Boah. Aber auch von Grillmaster so. Das aber sie hat sich noch ein bisschen Lob einerbt. Ja, im Bola muss man aber auch appreciaten, diese Arbeit hier. Das ist so lecker. Ja? Ja. Also wirklich, Preis-Leistung, der Laden kann wirklich eine 9,5 aus 10 oder so. Preis-Leistung, oder? Alles inklusive, Getränke drin, Dessert. Der Wagyu, Dessert, alles 100 Minuten kannst du essen. Wirklich ein super Preis. Und dafür ist es Wagyu, ne? Wagyu pro Person halt, aber es ist Wagyu. Hier geht man dann hin, holt sich so ein Getränk hier, so ein Orangensaft auf Lock. Wählst dein Fleisch aus, von hier oder von... Von da wählst halt einfach dein Fleisch aus. Geil, 50 Alter. Euro pro Nase. Und das Fleisch ist wirklich super. So ein All-You-Can-Eat muss man mal machen, ja? Einfach das Fleisch vorlegen. Was willst du haben? Finde ich richtig geiles Konzept, Digga. Warum macht man das nicht in Deutschland? Einfach so hier, zack, Fleisch zeigen, Bruder. Richtig gut. Und woher habe ich diesen Laden? Mit Steak und so, ne? Nicht mit so Hähnchen oder so. Mit richtig Steakfleisch. Hier Steak von der American Britain. Steak von der United States. Steak von der Argentinien. Auch durch ein anderes YouTube-Video. Also guckt euch diese Foto an. Vor allen Dingen, wenn ihr unterwegs seid, dadurch kriegt man erst so das Feeling. Devin, danke dir. Von dem Essen mit, weil in Google diese Bilder, das ist wirklich manchmal fatal. Da war kein Grillmeister am Werk, das sehe ich hier an den äußeren Dings. Das liegt mir eher in der Genetik. Das weiß ich nicht. Du bist abgehauen mit 10 Dingern da. Das war eine Notfallgeschichte. Guck mal, hier war alles am Brennen, Bruder. Boah, wir haben hier noch so Reis. Da war Butter drin. Nee. Rohes Fleisch bin ich raus. Weg damit. Ah, da ist ein bisschen Wagyu drin. Reis ist aber ganz gut. Achso, die haben sogar den Reis angebraten. Ah, warte, Macke, du, das ist stark. Bruder, ich krieg hier mal maximal 3. Oder lass mal diese Stäbchen, ja, Walla, nimm doch Gabel, ja. Reis, also. Auf Krampf, Junge, Reis mit diesen Stäbchen, Alter, kriegst du einen Korn die ganze Zeit, Junge. Da werde ich richtig ungeduldig, Alter. Guck mal, du hast mich genau in so einem Moment gekannt, oder? Ich hab die ganze Zeit gepackt und jetzt genau hab ich rein. Ey, wir haben gegessen wie Könige, ne? Was ist das denn, eine Patata? Mmh. Alles an Fleisch hat gut geschmeckt. Alles. War wirklich so eine 9,5 auf 10. Das
28.000, wie viel ist das in Euro? 170 Euro. Oder ich sage, das ist ein unfassbarer Preis. Dieser Laden ist overall für... Bruder, in Deutschland, kann man das machen? 50 Euro pro Person? All you can steak? Ich überlege gerade, ja. Oder ist das reingekackt? Also vom... Also in Deutschland, ich meine, es ist günstig, aber kannst du es als Ladenbesitzer machen? 50 Euro. Das kriegt kein Laden hin, glaube ich, oder? Als einzelne Person 50 Euro, Leute, das ist geschenkt. Aber, also ich finde es brutal. All you can eat steak? Da ist alles am Fleisch, nicht nur Steak, alles. Von Hähnchenkeule bis Wagyu, okay? Aber scheiß auf Wagyu, nicht Wagyu, aber so American Tenderloin with the T-Bone Steak und T-Bone Station. Bruder, 50 Euro, all you can eat? Ich frage nicht als Kunde, ob das zu Dings ist. Das ist für mich ausnahmslos, ohne diskutieren, brutaler Preis. Aber ich frage mich als Ladeninhaber, geht das? Kriegt man gar nicht hin, glaube ich, ne? Ich frage mich, was muss der Preis sein, dass der Kunde sagt, okay, ist noch in Ordnung und der Ladeninhaber sagen kann, okay, ich mach plus. 70 Euro? Ich sag dir ehrlich, 100 Euro würde ich persönlich machen, aber ich glaube, overall ist das doch ein bisschen teuer für die Mehrheit. So 69 Euro, 75 Euro. Oder ich sag dir, eigentlich muss man sowas machen, ja? Eigentlich müsste man sowas machen, so all you can steak. Für mich eine 9,2 von 10. 9,2, ja. Ja, Bruder, ja, Bruder, wenn man sagt... Also ich sag für mich, das ist so ein 9,47. Ja, stark. Ich sag 9. Hm? Wir sind da sogar ab. Ja, was 9,47? So eine 8,7. Ich geb den ganzen eine 9,5 und ihr solltet auch 9,0, 9,5 oder 10 machen. Alles dazwischen, unnötig. Also ich sag eine 9,25. Aber wirklich, super Laden. Also diese Restaurant, Waschbecken sind auch crazy. Hier, Seife. Geil. Oh, und endlich mal vernünftige Seife, nicht diese... Amenaro, dumm Alter. Was soll ich, das ist mein Popel, Amenaro. Was soll ich, mein Nasenloch kann ich am Sau machen. Hier waschen und hier trocknen. Ultra stark, wirklich. So, wir sind hier in so einem Laden und das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, sowas. Das ist ganz lecker. Laden heißt Pronto. Weiß ich nicht. Ei ist da drauf, nee. Boah, ja, ne? Da hast du so eine Soße braucht. Toastbrot, ein Ei, Käse und irgend so eine Soße. Weiß ich nicht. Das ist ja eher so ein Zwischensnack, ne? Aber dafür ist es ja gut ungünstig. Also sieht Laden mir nicht so ganz koscher ganz aus. Ich sag 8 von 10. Für unter 5 Euro, das ist ein gutes Angebot. Ja. Überleg mal, in Deutschland, du zahlst nur für das Getränk 5 Euro. Guter Laden. Sich reinzusetzen, so kaffeemäßig, wirklich top gewesen. Zwischensnack, auf jeden Fall super Laden. Boah, ist so eine 8 von 10 gewesen. Preis-Leistung auch super. Pronto. Nee, war nicht so, Digga. Was ist das für ein Sandwich? Döner in Japan. Gänsehaut. Gänsehaut. Ich habe hier für einen Döner und eine Pommes habe ich hier 7,30 Euro bezahlt. Ist gut eigentlich. Aber ich muss auch eine Sache zu sagen zu diesen Dönerpreisen, auch in Deutschland. Ich finde, diese Dönerpreise waren schon immer einfach zu günstig. Der Bre macht diese Sachen hier so in so einer Box warm. Das ist low-key Brand. Oder was ist das für ein dünnes Brot? Das hat mit einem Döner nichts zu tun, Digga. Einfach Soße oben drauf. Das Salat ist einfach so richtig so dünn gerieben. Habe ich auch noch nie gesehen. Also wirklich, ich hoffe, ich kriege keine Magenkrämpfe. Leckste Fries der Welt. Ich habe noch nie so lange Fries gesehen. Ist fatal, aber ist nicht so fatal. 5 aus 10. Ich sag doch 4 aus 10. Nachgeschmack im Mund ist eklig. Das ist halt nicht wie ein Döner. Weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du diese Pita? Ja. Ja, ja. Einfach so grob mit Hähnchenfleisch. Das hat ja, mit dem Pita. Döner nichts zu tun. Ja, ja, das ist auf jeden Fall kein Kebab. Wir haben Salat drin, wir haben Soße, wir haben Fleisch. Und oder bitte, der Typ kommt nicht aus Istanbul, der kommt aus Rizistan, Alter. Guck mal diese Pommes an. Aber Digga, hä? Intensiver so. Generell, ich habe gelernt, im Ausland gibt es nirgendwo gut besseren Döner. Egal wo. Nicht mal in der Türkei ist der Döner so. Ja, aber ich frage mich gerade, wie ist das möglich, dass die Kartoffel so lang ist? Was ist dann Pommes aus Kartoffelbrei gemacht? Das ist auf jeden Fall nicht aus einer Kartoffel, Bruder. Weil normalerweise Pommes ist ja so klein geschnittene Kartoffel. Aber welche Kartoffel ist so lang? Gut wie in Deutschland. Deutschland ist Nummer 1, was Döner angeht. Sagst du, schmeckt? Ja, probier mal. Noch nie so lange Pommes. Hallo. Okay, hier ist das Restaurant. B1F. Mag du. We are open on B1F. Wait, we have to wait here? 10 minutes. Okay, right.
anscheinend sehr gute Rahmen. Und du musst hier einfach durch so einen Durchgang durch, um hier reinzukommen. Das hat man gar nicht gefunden. Der füllt hier jetzt einen Zettel für uns aus. Ich habe ohne Schwein genommen, also ich nehme vegetarisch. Ich will Raben probieren, aber hier gibt es keine Raben mit Chicken oder so. Hier gibt es nur Schwein. Ich bin sehr gespannt auf die Rahmen, ehrlich. Soll ein bekannter Rahmenladen sein und der war auch sehr cool. War versteckt, aber man muss schon ein bisschen warten. Digga, wie crazy ist das denn? Hier sind so Kabinen, zeigst deinen Zettel. Ja, einfach knapp. Und du sitzt hier. Digga, das habe ich ja noch nie gesehen. Und jeder sitzt hier und isst. Digga, das ist crazy. Und dann sitzt du hier auf diesem Sessel. Und dann wird vor dir das Essen gemacht. Deswegen diese Zettel auch, damit man alles versteht. Aber es ist richtig schlau gemacht. Soll man Rucksack hier rein tun? Hier gibt es so verschiedene Nummern. Nachdem dein Essen fertig ist, wird das Ding hier runtergezogen und du kannst für dich in Ruhe essen. Ganz jeder auch. Hat seine eigene Kabine. Sieht wirklich cool aus. Ich will noch ein Half-Boiled Egg und dann machen die mir noch so ein Ei. This is very nice here. Very nice. Aha. Direkt ein Ei. Ganz so. Aha, noch ein Ei. Ganz so. Was passiert hier, Bruder? Hä? Lol. Hier gibt's Wasser. Oh, noch Wasser? Dann hast du hier oben Servietten, Chopsticks. Digga, ich bin fasziniert von diesem Laden. Der hat einfach gerade vor mir zugemacht. Und der Mann hier hat mir, by the way, dieses Restaurant hier empfohlen. I don't know the ordering process. Du redest nicht mit den Leuten, die das Essen machen. Du gibst ihnen so Schilder. Das ist geisteskrank, Bruder. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Einfach NPC. Das ist noisy. So, das ist zu laut. Und dann hier, du redest auch nicht mit ihm, wenn du irgendwas extra haben willst, machst du einfach, kreuzst du an, gibst ihm das und redest nicht mit denen. Ich habe leider ohne Fleisch, aber ich will trotzdem einfach so diese Rahmen probieren. What's this? Oh, Nori. Ah, hallo. Ich mach mal die Dinger hier rein. Ich hab mir jetzt meine Rahmen ready gemacht. Mal gucken, wie das Ganze schmeckt. So. Oder was ist das? Ja, richtig Naruto-Essen, ja. Die sind so stark. Alter. Will den Jumjum nicht da, mein Herr. Was stark. Jumjum, Alba, ey, Joch, es ist der, Joch, es ist der, Jumjum, mein Herr. Walla, ja, Joch, stark, Rahm, Joch, Butterfly, Joch, das. Und im Jumjum-Land, die haben den Jumjum gegen 50 Cent, die wollen von den 9 Euro, mein Herr. Ja, Mann. Guck mal, halbe Hähnchen einfach. Von den Nudeln her und von der Soße her. Vom Blatt, einfach Blatt, einfach ein Stück Blatt, einfach so Papier. Die haben Papier reingetan. Pardon. Man zahlt hier für Rahmen 1400 Yen. Ja, das ja. Sind 9 Euro für komplett gute Rahmen. Guck mal, ich hab sogar richtig geschätzt mit 9 Euro. Guck mal sein Ei an, bitte, guck mal Ei. Für halbe Hähnchen 9 Euro einfach. Super Rahmen. That's yours, by the way. That's yours. Yeah. For the thank you everyone. For the Fortnite It's good game him einfach. Super Chat. Ja, support. Ich schwöre, in 10 Jahren ist das Squid Game dabei. Ich habe was dazu geordert und er wartet einfach, Peter, dass Mainz da ist, damit er mitessen kann. Aus Respekt. Ja, ist doch Ehrenmann. Jetzt will er es zeigen für das Video. Amenarim, wenn du mir 300 Euro geben würdest, würde ich auch warten, bis dein Essen kommt, Amenarim. Yeah. Thank you. Ich pack mir jetzt noch mehr Nudeln rauf, einfach weil die so geil sind. Die Nudeln sind wirklich so gut, ne? Also ehrlich, diese Nudeln sind, sind richtig gut. Boah. Nur die Soße an sich schmeckt auch so gut. So tot, ich schwöre, es gar nicht. Was passiert und was das für Geräusche im Hintergrund sind. Aber eine Sache check ich. Und das ist das Lärm. Leitungswasser mit ein bisschen Sesamgeschmack. Der ist so süß, ne? Das ist so unfassbar, Digga. Ja. Das ist so krass, was das für ein lieber Mensch ist, der Typ rechts von mir. Der sieht so, der hat gerade gesehen, ey, bei mir ist viel weniger gewesen. Und hat dann so richtig schnell auf einmal gegessen, damit er fertig wird. Damit wir so beide gleichzeitig fertig sind. Olam, du hast ihn gekauft. 300 Euro hast du ihn gegeben für den ganzen Tag, Amelarem. Du bist fast schon Sugar Daddy, Alter, ja? Labert süß, müß, Digga, ja? Voll der Süße, ehrlich. It's finish? Yes. Gib mir 300 Euro, gib mir am Tag 300 Euro, Junge, ich fahre so für dich Auto, dass du nicht mal einmal so wackelst, Amenarim, ja? Say Gucci Sousama. Sousama? Gucci Sousama. Gucci Sousama. Yes. Ah. I would say... Lala, gib mir 300 Euro, ich esse auch schneller. To make this ramen, people. Yeah? Yeah. I would say everything. Okay, thank you. Yeah, no problem. Gucci Sousama. So, wenn man fertig ist, lässt man sein Zeug hier.
Das wird dann aufgeräumt, hier wird es schnell sauber gemacht und dann geht man nach Hause. Wirklich ein sehr super Laden. So, ey, das ist eine lange Schlange hier sogar. Guck mal hier. Also die Leute stehen... Ich schwöre, die haben iPhone, die haben schon iPhone 18. ...gehen hier ernst an, damit sie hier essen können. Das ist wirklich eine lange... I forgot my phone. Du vergat dein Phone? Ganz okay. Okay. Egal, kauf neu mit diesen 300. Die hat sie einfach gebracht. Happening. Der sagt mir gerade, weil wir so Zeitdruck hatten, waren wir ja schon unten und in Japan ist es so, du kannst einfach nicht, wenn dein Kollege noch kommt, für den mitbestellen oder so. Da stand das sogar extra an so einem Schild und er sagt einfach gerade zu mir, sorry, ich hätte warten sollen und dein Freund hätte mit dir reingehen sollen. Also statt er, dass Kato mit reinkommt. In diesen asiatischen Ländern lernt man nochmal eine ganz andere Art von Höflichkeit. Das sind so Aspekte, das kennt man gar nicht. Bruder, Japaner sind, ich schwöre, die Japaner sind Vorzeigemenschen, ne? Jeder Mensch sollte von der Sauberkeit, von der Regel her einfach wie ein Japaner sein, Digga. Einfach so einmal so Japan-Dings, Alter. Warum sind die so Dings? Woran liegt das, Digga? Warum sind die so Vorbilder, Digga? Was machen die? Es fängt ja irgendwo an. Bei der Erziehung der Eltern. Aber die Eltern haben es ja auch irgendwo herbekommen. Das kann ja nicht geerbt sein von der Erziehung. Das muss irgendwas mit dem Staat zu tun haben. So, weißt du, das ist so, oder Tradition, Kultur, aber ich weiß es nicht. Ich finde schon krass, dass wirklich alle, keiner tanzt aus der Reihe, Bruder. In Europa, wirklich. How do they call the name? Ichiran. Ichina is the name. Ichidan. Ichidan. Run. Ah, okay, wait. Achso, Ichiran heißt der Laden. Ist hier in Japan. Ist ein guter Laden sogar. Ich rank den wirklich. Toter Laden für mich gewesen. Ich würde niemals in meinem Leben besuchen, Digga. Soll der mir das Essen umsonst geben, ich würde da nicht hingehen, Digga. Ich würde da keine... Ich würde nicht mal eine Minute für diese Nudeln... Nur diese Nudeln in Suppe, so Yum-Yum-mäßig. 0,000 mein Essen, Bruder. Ich esse Yum-Yum höchstens wie Chips, aber niemals so ein Ding. Bruder, gar nicht mein Ding. Diese... wie heißen die? Rahmnudeln, Bruder, komplett raus bei mir. Waren gute Rahmen. Es gibt eine, wirklich so eine 8 von 10. Das waren echt gute Rahmen. Kann ich nichts mit anfangen, Bruder, sag ich dir ehrlich. Nächster Spot, Shotgun Burger. Shotgun. Ich hab Shotgun gelesen, Gänsehaut. Das soll anscheinend Wagyu Burger sein. Geh mal rein und bestellen einfach alles, was es gibt. Oder fast. Oder fast. Beeilung. Wagyu Double Cheese. Boah, das ist meins. Double Cheese Burger. Wagyu Burger. Super geil. Kato, fetzt du den? Triple? Dieser Shake muss auch probiert werden. Vanille, Matcha, Vanille. Oh, Chili Meat Sauce. Mayonnaise, ne? Ja, Fried, ja, nimm Fried. Teriyaki Burger, eigentlich für die Wissenschaft, weißt du? 12.000 Yen, wie viel ist das? 80 Euro. 80er, das ist aber wenig. Vier Burger, alles was wir bestellt haben, ist wenig. Ein Wagyu. Nein, das ist wirklich günstig. Geht, ja. Wie viel? 4 Burger, 80 Euro, Bruder? Das ist alles aber nicht günstig. Die haben hier so einen Stempel drauf. Ist gut, ja. Aber Bruder, ich sag ehrlich, bei Milchshakes, ja, ich hab immer ein schlechtes Gefühl beim Trinken. Ein Schluck, 8000 Kalorien. Okay, ich probier mal diese Onion Rings hier. Boah, so schöne amerikanische Milchshake ist schon sehr sexy. Boah, die Soße ist geil. Das ist Mayo, aber eine ganz eigene Mayo. Wir gehen mal in diesen Teriyaki Burger hier rein. Vielleicht ist das ja ein Watamake Mayo. Ich bin so schlecht heute, ne, ich sag dir ehrlich. Also warte, erstmal in das Chicken. Doch, ist gut. Das ist ein Teriyaki Burger. Wir haben hier Pilze. Man packt das hier rein. Ach du Scheiße, egal. Ich vergesse das, ja? Rack! Boah! Guck mal, bei mir, man muss das einfach selber zumachen. Gut. Thank you. Also dieses Fleisch mit dieser Soße, ich sag der. Aber ich glaube, diese Höflichkeit drum und dran liegt auch an der Strengheit der Vorfahren und den strengeren Bestrafungen, wenn man die Vorschriften und Regeln nicht befolgt. Geisteskrank gewesen. Also wirklich, das Fleisch ist unfassbar. Mich triggert jetzt schon die Tomate. Ich mag keine. Aber ja. Keine breiten Tomaten. Oder ne, Tomate ist halb vorbei. Wir haben so kleine Gürkchen auch, das ist auch untypisch. Auch dünn geschnitten, sehr sexy. Ich mag sehr, sehr dünn, feines Essen, mag ich. Fisch. Boah, die Burger sind ultra stark. Und man merkt wirklich, das Fleisch ist different. Ich habe noch nie so ein Fleisch gegessen. Das ist mit der beste Burger, den ich jemals gegessen habe. Ich finde den Teriyaki sogar noch besser. Boah. Und du hast hier nicht so wie dieses krasse Soßengeschmack, sondern richtig so diesen Fleischgeschmack. Das unterscheidet gute Burger zu
mittleren Burgern, dass du diesen Fleischgeschmack daraus hast. Dieses Fleisch hat so einen Eigengeschmack. Sehr, sehr guter Burgerladen. Guck mal, wie klein dieser Burger in seiner Hand aussieht. Der hält den mit drei Fingern. Boah, wir sind wirklich fertig geworden. Wir haben alles aufgegessen, ne? Nicht eine Sache ist übrig. Perfekt bestellt. 75 Euro und jeder satt geworden. Jeder ein 25er. Bewertung vom Burgerladen. Ernst? Der Burger war für mich Preis-Leistung mit inbegriffen eine 8,8 von 10. Ich sag, der war eine 9. Das war, glaube ich, der beste Burger, den ich je gegessen habe. Oha. Ich gebe dem eine 7,5. Mein Burger, den ich hatte, sein Burger war Arsch. Mein Burger hat mich nicht so überzeugt. Was hast du denn bestellt? Meat to Onions. Warte mal, warum redet der? Warum macht er die Stimmung so? Was war's denn, der Stimme? Ja, ja. Was kam da? Ich glaube, der hat nur Voice Crack gerade. So ich gerade. Oder das war... Diese asiatische Seite. Ja, trockener Hals. Yes, also der Burgerladen nur zu empfehlen. Schaut da vorbei, falls ihr mal in Tokio sein solltet. Ja, war ein super Laden. Das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke, dass ihr am Start wart. Und schreibt mir in die Kommentare rein, welche Foodspots ich noch hier auschecken soll. Auch mal überlegt, dorthin zu gehen. Zu 100% eines Tages werde ich da sein, meine Damen und Herren. Safe. Spätestens, wenn ich meine Samurai-Sujuk rausbringe. Mal irgendeine. Wenn ich so weit bin, dass ich Sujuk etabliert bin, ich mache so Fantasie mit Sujuk, ihr glaubt gar nicht. Samurai Cheese Onion Sujuk Corn Dog. Anlieren.